Danke, Herr Präsident, geschätzter Herr Landeshauptmann, werte Kolleginnen und Kollegen. Es heißt immer, in einer Krise kommen die guten wie auch die negativen Eigenschaften zum Vorschein. Helmut Schmidt hat den Satz geprägt, den schönen Satz eigentlich. In der Krise zeigt sich der Charakter, und das hat sich auch in dieser Corona-Krise in unserem Land bewahrheitet. Die Südtiroler sind in der ersten Phase dieses Lockdowns zusammengestanden. Den Menschen war bewusst, wir müssen zusammenstehen, um unser Gesundheitssystem zu unterstützen, um uns gegenseitig zu schützen. Die Menschen dieses Landes waren bereit, ihre Bürgerrechte und Freiheiten für einen kurzen Zeitraum, und ich betone das wirklich, für einen kurzen definierten Zeitraum hintanzustellen und dem Schutz, dem gegenseitigen zu widmen. Aber es war jedem Einzelnen klar und jedem, der ein bisschen was von Wirtschaft versteht, dass das kein Dauerzustand sein kann. Das wussten wir von Anfang an. Und jeder Wirtschaftler hat gesagt, wie soll es danach weitergehen, und wir müssen Maßnahmen finden, diesen Start hinzubekommen. Die letzten zwei Monate haben aber auch sehr viele unangenehme Wahrheiten ans Licht gebracht. Das Coronavirus hat unserem Land, ich sage es einmal, das rot-weiße Vorzeigeröckchen hochgehoben, und es ist der Dreck auf den Füßen sichtbar geworden, für jedermann. Dass die Landesregierung die Auswirkungen des Virus und das Virus selbst unterschätzt hat, ist einerlei. Das haben viele Regierungen und viele Länder getan, auch viele Privatpersonen. Dass es uns aber mit einer derartigen Wucht getroffen hat, das hat sich niemand erwartet in diesem Land. Dass das Südtiroler Gesundheitswesen so angeschlagen ist, dass unsere Pandemiepläne nicht ausreichend waren und dass unsere Vorzeigeprovinz eine viel höhere Sterberate hat als unsere direkten Nachbarn, hat uns erschüttert. Ihr als Landesregierung und letztlich wir alle, das Land Südtirol, konnte seine älteren Menschen nicht schützen. Dafür ist nicht das Bodenpersonal verantwortlich, das Großartiges geleistet hat. Es steht gerade im Zusammenhang mit der medizinischen Schutzausrüstung, mit dem Schutz des Personals und vor allem mit dem Schutz unserer älteren Menschen in den Heimen. Hier stehen Vorwürfe im Raum, wo man nicht mehr von Fahrlässigkeit sprechen kann, und es muss hier lückenlos aufgeklärt werden. Und ich hoffe, die Aussagen von Landesrätin Deeg bewahrheiten sich. Ich hoffe es für uns alle. Aber die Meldungen, die wir hier bekommen haben, gehen in eine andere Richtung. Seit Wochen kontaktieren uns tagtäglich Menschen, die nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Die Soforthilfen des Landes sind notwendig, aber es geht hier ja vor allem in die Richtung, dass man sich selbst verschulden kann und nicht um Direktzahlungen. Sie wurden angekündigt, dann erst viel später konnten Leute davon profitieren, manche bis heute nicht. Viele von ihnen fallen durch den Rost. Ihr müsst euch eingestehen, dass eure Kommunikation verwirrend war, eure angekündigte Hilfe vielfach bürokratischer ist als in anderen italienischen Regionen und dass ihr das Versprechen, allen Südtirolern helfen zu wollen, nicht halten könnt. Hier müssen sofort Korrekturen gemacht werden und hier muss auch ein zweites Paket abgeschlossen werden. Die letzten 8 Wochen haben uns auch schmerzlich gezeigt, dass unsere Autonomie sehr fragil ist, dass uns wesentliche Kompetenzen fehlen. Unsere Selbstverwaltung muss spätestens jetzt mit ganz neuen Elan angegangen werden, und es sollte doch ein gewisser Ansporn für Sie sein, als Landesregierung das jetzt sehr ernst zu nehmen. Aber dazu vielleicht auch morgen mehr. Werte Kollegen, lassen Sie mich bitte die 2 Sätze noch fertig machen. Werte Kolleginnen und Kollegen, wir können keine Verstorbenen mehr lebendig machen. Weder der Staat noch das Land können die bisher angerichteten Schäden an unserer Wirtschaft wieder gut machen. Wir müssen jetzt retten, was zu retten ist. Und ich sage es in aller Deutlichkeit, denn ihr seid ja auch meine Landesregierung als Bürger. Ich missachte vieles, ich missachte sehr vieles vom Postenschacher, von den politischen Affären, vom Machterhalt, von dem ihr oft getrieben seid. Das kann ich nicht unterstützen und das will ich nicht unterstützen. Aber eines
muss ich als Südtiroler und als Abgeordneter dieses Landtages, ich muss all jene Maßnahmen unterstützen, die uns jetzt aus dieser Situation herausbringen, die eine Verbesserung für die Menschen darstellen. Das bin ich mir verpflichtet. Und da braucht auch nicht Kollege Achammer oder jemand mich dazu aufrufen, hier eine Unterstützung zu geben, sondern ich glaube, dass das in der Verantwortung jedes einzelnen Menschen in diesem Lande zu gelten hat.